bist du das, der, das Auto? Das Schwarze, ja. Kannst du das, du da einen Gang rasten und das Ding runterfallen lassen, weil es stört ja wahnsinnig, das sieht mir die ganze Kamera. Ich sag mal Auto. Ja? Sie haben einen makabren Humor. Das ja, stimmt. Weil, das, der Parkplatz ist verfahren, der Papa, das ist nur ein Rutscher und schon ist er passt nur ein Lehrgang und schon ist er drin. Mein Auto. Kommen Sie mir neues? Und wenn du jetzt so kommst, dann lass das lieber stehen. Langsam. Halt nee, Fahrschule. Tut mir leid. Alles gut. Hör zu, jetzt pass auf. Das machen wir jetzt. Du hättest einfach mehr. Du warst zu weit rechts. Ich hab dir das gesagt, dass das zu weit rechts war. Siehst du jetzt die Lücke hier? Hinter dir? Ja. Da packst du jetzt rein. Ganz langsam. Okay? Ja. Ich lutz dich rein. Ganz langsam. Mhm. Also. Mhm. Gurt ist an. Du schaust rechts über die Schulter rüber. Okay. Lass das Auto an. Okay. Florian, langsam. Ich sag dir, wehe langsam, sonst bist du Montag weg. Ich schwör's dir. Kupplung. Mhm. Rückwärtsgang. Mehr nach links. Mehr nach links. Langsam. Bist du wahnsinnig? Spinnst du oder was? Du kannst doch nicht. Ich hab dir gesagt, du sollst rechts. Florian, geh sofort. Florian. Weißt du, was das bedeutet? Der Glück hat ja so einen riesen Krach abgemacht. Was ist mit dir los? Ich bin nur abgerollt. Das ist ein Fahrschild da. Florian, es ist doch der Wahnsinn. Wie ein Blöder hier hochgefahren. Geh sofort rein und ruf die Polizei an. Sofort, komm schnell. Ja, Gott, der ist ja hier hereingetobt. Ja, ich bin gerade rausgekommen, dass ich mir nur so denkt. Ja, hat er noch Glück gehabt, dass er nicht selber drin ist. War das Ihr Wagen? Was sieht der mittags aus? Ist das ein Fahrschüler oder was? Das ist ein Wahnsinn. Der hat, ist er schon hier so reingeprescht, dass man gedacht hat, er hat ja einen Vogel. Ja, zum Mittag hat er viel geschlafen. Naja, also da kann man ihn doch nicht fahren lassen. Aber das ist völlig demoliert, das liegt ja unten im Grund. Ich meine, es ist ja noch Glück, ich meine, der hätte ja hinten runterfahren können. Da waren sie 200 Meter da unten. Ne? Der fing vorhin schon an, normal auf der Strecke, kein Problem. Alles in Ordnung. Mhm. Fing mal an am Berg, die Bergstraße, wir wollten jetzt ein bisschen, weil er Montag Prüfung hat, ja. Finger an, links, rechts und so weiter. Ich hab gesagt, Florian, hör mal lieber auf. Schauen Sie sich das mal an. Nein, ich mag nicht hinschauen. Ich will nur mal schnell fragen, wem das gehört. Nein, ich frage jetzt mal, wir haben ein Auto gesehen. Bitte? Wir haben ein Auto gesehen. Ist das Ihr Auto? Ich muss Ihnen leider sagen, dass dieser Mann die Fahrschule, den da hinuntergestoßen hat. Dieser Wagen hat Ihr Auto im Rückweg hinuntergeschossen. Das liegt jetzt uns. Sie sehen es kaum links, ganz links. Das ist kein Witz, leider. Ja. Na, was mache ich denn jetzt? Links liegt es irgendwo ganz. Sehen Sie nur ein bisschen, man sieht es kaum. Nein. Das ist Ihr Auto, ja. Das war die Fahrschule. Ja. Der telefoniert gerade drin, Polizei oder was? Ja, der hat was von mir. Tut sich denn nicht hinreißen lassen zu irgendwas? Ja, mein Auto, ohne mein Auto. Ja, was tue ich denn? Ohne mein Auto. Sie machen noch Scherze. Frau Haas? Ja. Da ist die Polizei am Telefon. Ja. Können Sie bitte schon einmal rangehen? Ja. Sind wir da fertig? Ja, der war gut, danke. Sind wir fertig? Ja. Es ist der Appetit vergangen. Das glaube ich. Es waren nur zwei Todesfälle. Aber es ist ja so, weil es so warm ist und alles passt schon alles zusammen. Ja, das geht ja nicht. Ich meine, der muss ja nicht mit einem derartigen Karacho, ist der schon hier. Quietschenden Reifen ist der hier schon rübergefahren. So, ja, ich habe noch zu dem einen angeladen. Hat sie gesagt, nein, der. Dann fährt er plötzlich mit einem riesen Tempo hinten da in das Auto. Tja, was alles passiert, gell? Selbst da, Herr Rommert. Ja. Furchtbar.
Florian, jetzt ist alles, ich habe das geklärt, jetzt du beruhigst dich, jetzt sind wir wieder in Ordnung. Okay, jetzt haben wir auch damit. Das soll nie mehr, also wenn das noch einmal passiert, ich schwör's dir, ich verliere alles. Kannst du runterfahren vielleicht, ich weiß nicht. Soll ich fahren? Ein bisschen schlecht. Ich verstehe nicht, ich hab da gesagt, du sollst Schuhe anziehen. Ja, ich habe keine Schuhe dabei gehabt. Florian, du kannst doch nicht barfuß Auto fahren, das geht doch nicht. Ja, wenn du geschlafen hast, keine Schuhe an. Das ist ja, ich muss ja lernen, ich habe ja Montag Prüfung, Mann. Hast du? Ich muss den Führerschein schaffen. Hast du einen Schlüssel? Ja, freilich. Na, habe ich im Auto lassen. Dann holst du das Auto und packst hierher, zur Stelle. Und bitte fahren, steht doch, Sie dürfen doch den Mann nicht Auto fahren lassen. Er soll es jetzt hier parken, er kann es ja hierher parken. Das weiß ich nicht, ob er das kann. Das geht doch nicht, dass Sie den Mann Auto fahren lassen. Das ist ja unmöglich, was Sie da jetzt machen. Der hat 45 Stunden, der hat die Prüfung am Montag. Das ist, ich muss ihn durch, ich muss ihn durchbringen. Halt, stopp hier. Bleib hier stehen. Stopp. Lass mich noch mal probieren. Lass es. Einmal noch, bitte. Nein, hör auf, hier. Verstehen Sie, weil ich hab den, die ganze Zeit sind wir gefahren, es war alles offen. Lass mich halt noch mal probieren, bitte. Florian, hör auf, mach das Auto aus. Sehen Sie an, lassen Sie diesen Mann nicht Auto fahren. Der steht. Hau ab! Weißt du, was das für mich bedeutet? Hau ab! Der ist mitverantwortlich, dieser Mann. Hau ab! Das ist alles die Versicherung. Scheiße. Das bedeutet? Entschuldigung, Sie sind mitschuldig. Ich habe Sie 5-mal gebeten, diesen Mann nicht mehr Auto fahren zu lassen. Als ob... Das ist mein Schüler. Ich muss ihn das fahren. Das ist scheißegal. Sie hätten diesen Mann nicht mehr Auto fahren lassen dürfen. Ich habe Sie 5-mal gebeten. Sie haben recht. Sie haben recht, es tut mir leid, Sie haben recht. Sehen Sie, was los ist. Sie haben recht, bitte regen Sie sich. Jetzt regen Sie. Die Polizei kommt ja gleich. Jetzt regen Sie sich bitte nicht auf mich, über mich. Ich weiß ja, dass es. War das Ihr Auto? Ja. Ich habe von meiner Begleiterin das Auto. Die weiß noch gar nichts, die telefoniert. Schauen Sie, war unten ganz normal, er ist gefahren, alles in Ordnung. Ich weiß ja auch nicht. Ich kenne ihn ja. Der hat das Auto runtergegeben. Meins? Seid's. Aber. Da bin ich halt auch, Depp, aber. Wenn ich einer. Die Polizei kommt schon. Er hat mir schon beschimpft, was soll ich? Sie haben gesagt, Sie haben es 5-mal gesagt, aber ich kann mir doch nicht. Mehrmals und zwar laut gesagt, lassen Sie den Mann nicht Auto fahren. Mehrmals, und zwar sehr laut und sehr erregt. Und Sie lassen diesen Mann einsteigen. Diesen er hat Prüfung am Montag. Das ist ein Wahnsinniger, merken Sie das nicht? Können Sie blätter hoch und sagen zu mir, ich bin eilig, bin nervös, hab nicht geschlafen. Dann habe ich gesagt, Florian, okay, dann machen wir heute noch einen. Grüß Gott. Grüß Gott. Es ist so, was ist denn passiert? Mein Fasch, ich habe ihn jetzt weggeschickt. Der hat ja, was gar nicht der hat zwei Autos gerammt. Wo denn? Und zwar von dem Herrn hier. Grüß Gott. Ich hab's gesehen, Pinscher. Aber Augenzeugen da. Könntest du bitte nochmal herkommen? Nein, komm jetzt nicht mehr her. Ja, runtergerammt oder was ist denn passiert? Was hat er gemacht? Ja, sind Sie der Fahrlehrer oder was? Ja. Also sagen wir, haben wir einen Augenzeugen, haben Sie es gesehen? Ja. Haben Sie es gesehen? Die haben es alle gesehen, die haben alle gesehen. Grüß Gott, ja. Aber ich bin ein Depp und ich muss es zugeben und ganz Deutschland ist Zeuge dafür, dass ich ein Depp bin. Ja, das kann man offenbar nicht anders sagen. Also ich meine, so einen Fall habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist denn eigentlich genau passiert? Der bitte? Sie schauen aus wie der Egner. Sie schauen aus wie der Fischer. Sie sind der Helmut Fischer, gell? Der Schauspieler. Das ist ja der Egner. Ich, der Egner. Wer ist der Egner? Tut mal der Mützen runter, bitte. Steinbrenner ist mein Name. Egner. Und die Brille? Die Brille auch. Herr Helmut. Das ist der Egner. Ich bin bei der Polizei.